Da bin ich wieder in Frankfurt. Jo, wir fahren heute weiter. Ich möchte heute nicht irgendwie aussteigen. Ja, jetzt fahren wir hinter so einen Stuttgarter. Ich will gerne wissen, was Sie an so einem Fahrzeug gut finden hier. Also hätte ich lieber so einen alten Ford Puma, also nicht Ford Puma, sondern einen Ford Mustang gehabt. Aber sowas, ich weiß auch nicht. Gut, man kann ein bisschen angeben, ja. Aber ich glaube, die Frauen fahren eigentlich gar nicht so ab auf solche Leute, die halt, ja, was soll ich sagen, ja, den Stuttgarter, ich sage einfach mal den Stuttgarter, die stehen dann eher so auf, weiß ich, auf ältere Fahrzeuge. Und deswegen, ich weiß gar nicht, ja gut, ich bin jetzt auch keine Frau, aber ich glaube, ja, eine Frau steht, glaube ich, eher was auf Bodenständigeres, wie jetzt, ja, auf so einen Stuttgarter. Und, ja. Gefahren bin schon nicht und ich werde wahrscheinlich noch nie mit so einem Fahrzeug fahren können. Ja, ich kann es halt einfach nicht leisten und, ja, wie ich schon gesagt habe, dann hätte ich lieber so einen alten Ford Puma, Ford Mustang gehabt. Und, ja, man kann dann schön chillen und, ja, sowas, mit sowas musst du eigentlich immer schnell fahren, ja. Und, ist eigentlich nicht so ein Art Cruiser, also das ist eher so eine, ja, Rennmaschine, kann ich auch nicht sagen. Ich weiß nicht, wie schwer der ist, bestimmt über 1,5 Tonnen, ich weiß nicht, wie schwer der ist, aber auf jeden Fall schwerer wie mein Ford Mustang, mein Ford Puma. Ich glaube, der wiegt um die 1200 Kilo und da wiegt der Stuttgart wesentlich mehr. Ja. Jo. Den wollte ich mir eigentlich auch erst zulegen, der uns vor und fährt, aber ich glaube nicht. So, da ist er schon wieder. Aber das Nachteilige an deutschen Fahrzeugen sind, auch wenn sie so gut sind, sie sind einfach langweilig. Ja. Sie sind einfach langweilig und zwar gut verarbeitet, aber vom Aussehen her, das sagt irgendwie gar nichts. Ja. Aber sind irgendwie jetzt alle modernen Fahrzeuge so nichtssagend. Und was eigentlich schade ist. Ich deswegen wollte ich mir ein Auto zulegen, was halt nicht jeder fährt. Also diese Marke fährt jeder und ja, der aus Wolfsburg fährt auch quasi jeder. Und von den neuen Polo, da fand irgendwie weniger, hab ich das gesehen, von den neuen. Der ist auch nur ein paar Zentimeter kürzer. Ich weiß nicht wie kürzer, aber der ist wirklich sehr groß geworden, der Polo. Und ja. Was ich mir vielleicht, ich weiß nicht. Ich werde mir wahrscheinlich auch so einen Spießerwagen holen. Ja, oder ich werde mir doch wieder den Chess quasi habe. Von derselben Marke mir auch wieder einholen, aber da bin ich mir noch nicht sicher. Oder ob ich ja den aus Rüsselsheim fahren werde, weiß ich auch noch nicht. Okay, ich werde mal sagen, erstmal eine Aufnahmepause und wir reden dann gleich weiter. Tschüss!